Jawohl. Dann darf ich euch mal wieder zur Spieltagspflegabe begrüßen. Als Info vorneweg schon, die nächste machen wir am Freitag auch um 12.30 Uhr, dass ihr schon mal kleine Kanzleinladung folgt. Ansonsten, Daniel Birofka steht für eure Fragen zur Verfügung. Geht's los. Daniel Birofka, der 5:1-Sieg gegen Lotte ist abgehakt. Was erwartet euch in Osnabrück? Ja, sie haben 6 Punkte. Also von dem her, eine Mannschaft mit Selbstvertrauen, die gut gestartet ist, die das auch weiterführen will. Zu Hause glaube ich auch mit den Zuschauern am Rücken, mit dem Stadion, mit dem engen Stadion, ja, auch eine heimstarke Mannschaft ist. Letztes Jahr war es jetzt nicht so, aber normalerweise ist Osnabrück schon dafür bekannt, dass sie heimstark sind. Ja, wie immer, dort der Liga gibt es keine leichten Aufgaben, also wissen, was uns zukommt. Wir werden die Mannschaft so einstellen, dass wir auf jeden Fall ja, eine Chance haben. Ja, und da müssen wir einfach im ersten Moment erstmal dagegen halten, glaube ich. Ganz wichtig, dass die Zuschauer nicht so, ja, dass die Zuschauer nicht so ins Boot holen können, dass wir das ja, mit unserer Art und Weise, wie wir auftreten, ein bisschen eindämmen. Dann glaube ich, haben wir trotzdem eine Chance, da was mitzunehmen. Was sind so die Spieler, bei denen man in Osnabrück achten muss? Ja, das ist, glaube ich, allgemein eine Mannschaft, die auch über das Kollektiv kommt. Also ist oft in der dritten Liga gerade so, denke ich, das haben mit Dannenberg auf 10 einen Spieler, der sehr gut in die Box kommt. Alvarez hat letztes Mal nicht gespielt. Da hat Heider vorne in der Spitze gespielt, also sie rotieren auch. Ja, glaube ich, auch eine Mannschaft, die gut umschalten kann. Dann mit Tafazu im Mittelfeld kennen wir ja von daheim, sehr zweikampfstarken Spieler. Also sind schon eine Mannschaft, die ja, auch robust sein kann, auch robust spielen will. Trapp hinten in der Innenverteidigung, sehr, sehr groß, sehr robust, Linksfuß. Also wirklich eine Mannschaft, die wo auch weiß, wie man dritte Liga Fußball spielt. Gibt es für Sie Gründe, die Anfangself von Lotte zu verändern? Ja, Gründe gibt es immer. Es gibt Gründe, ich muss vor dafür sprechen, dass ich es nicht mache, aber es gibt auch Gründe dafür, dass ich es mache. Das ist immer belastend natürlich, eine Frage, sehr heiß gewesen in den letzten zwei Spiele. Dann auch vielleicht taktische Überlegungen, vielleicht passt der eine oder andere Spieler besser zum Gegenspieler. Das sind immer so diese Basisüberlegungen, die ich mir machen muss. Und da bin ich noch nicht so zu 100% heute, soweit ich sagen kann, okay, so und so spielen wir. Werden noch ein bisschen in meinen Bauch reinhören heute Abend und dann ja, morgen müssen es die Jungs haben. Sind alle fit? Die jetzt am Samstag dabei waren? Alle fit. Also Verletzungen keine da momentan. Also muss ich auch sagen, die ganze Vorbereitung schon. Also ähnlich wie letztes Jahr. Also muss ich gleich mal dreimal auf Holz klopfen. Also mit Verletzungen haben wir momentan auch keine Probleme. Auch keine muskulären Verletzungen oder ja, Verhärtungen oder sowas, wo belastungsrelevant wären. Also von dem her sind wir, glaube ich, ganz gut dabei. Also geht es mit demselben Kader nach Osnabrück? Ja, im Kader kann sich schon nochmal was verändern. Also ich denke schon, dass ich vielleicht mehr Spieler mitnehme, also Marius Wilsch. Dementsprechend kann der eine Position sich wieder verändern. Also der ist auf jeden Fall wieder dabei. Jetzt ist er 19er Kader oder 20er Kader? Ja, wir fliegen mit 19 hin. Ja. Jetzt machen wir davon aus, weil es kann immer was sein, dass über Nacht irgendwas passiert, gerade wenn längere Fahrtstrecken oder Reisewege zu bewältigen sind. Und wenn über Nacht irgendwas passiert, dann haben wir 17. Also von dem her fahren wir immer mit 19 hin. Ist Stefan Lex auch für dich jetzt ein Thema für die Startelf? Ja. Also kann sehr gut sein, dass er morgen auch von Beginn an spielt. Was schätzt du so 2, 3 oder 4 Wechsel? Was Bereiche überlegst du so? Ja, es können 2, 3 oder 4 werden. Vier werden es nicht. Dein Trainerkollege der Thürn hat davon gesprochen, dass sie eine Mäusepolizei haben und 60 einen größeren Vorteil hat. Dementsprechend auch, wenn man das Lotte-Spiel anschaut, könnten ja Spanat wieder ein Pfand für euch werden, oder? Ja, das habe ich ja schon vorher gesagt, das ist ja allgemein, wenn man bei uns sieht, dass wir eigentlich ja, schon große Spiele haben und wenn die Bälle so kommen wie auch am Samstag, das ist für mich ganz entscheidend, auch sieht man, dass wir groß sind, dann wie die Bälle auch geschlagen werden, welche Räume die Bälle geschlagen werden. Wenn die so mit zukommen, die Steine zweimal, dann, wenn wir mit Bucht einlaufen, dann sind wir einfach schwer zu verteidigen, dann wird jede Mannschaft schwer tun. Und, ja, Mäusepolizei weiß ich nicht, ich glaube, die zweiten Verteidiger sind noch relativ groß, Tafertofer ist jetzt auch nicht so klein. Klar, Dannenberg haben sie auch noch als Kopfballspieler. Werden wir sehen, wer sich dann im Endeffekt durchsetzt nach Standards. Wie groß ist eigentlich der Teil an Standards, die ihr unter der Woche trainiert? Oder wie viel ist das bei euch? Ja, das ist immer ein Teil am Ende von der Trainingswoche, ist immer ein Teil. Aber wir trainieren jetzt nicht so, dass wir jetzt sagen, wir machen ein Training nur Standards, weil das ist mir einfach dann, ja, dass mir das Training zu schade. Weil im Endeffekt, ich kann viel trainieren, aber entscheidend ist dann ja, auch die Qualität von den Schützen und auch die Qualität, was ich versucht habe beim Einlaufen. Und ich denke, einmal in der Woche reicht dann. Konntet ihr eigentlich richtig trainieren wegen der Hitze jetzt so Montag, Dienstag oder war das nicht möglich? Ja, wir haben ja allein schon von der Belastung. Wir haben Samstag gespielt, Sonntag haben wir gar nichts gemacht.
nur kurz regeneriert, dann am Montag kurz angeschwitzt. Heute war nochmal kurz der Taktikeinheit wie immer, kurz vom Spiel, auf Gegner bezogen, auch kurz einmal die Spieleröffnung nochmal angerissen kurz. Also das sind immer dieselben Abläufe, von dem Belastung war ich sehr niedrig, war ja auch klar. Also muss ja auf das Spiel Rücksicht nehmen und genauso auf die Temperatur. Martin Max feiert heute seinen 50. Geburtstag. Welche Erinnerungen haben Sie an ihn? Ja, war Bundesliga-Torschützenkönig bei 60, natürlich nur positiv und war auch ein toller Mensch, sehr demütig. Wenn man sieht, was er erreicht hat und hat sich nie was darauf eingebildet, sehr demütig und top Charakter, top Mensch für mich und ich wünsche ihm auf dem Weg nochmal alles Gute zu seinem 50.